Hallo, Alexander Schumann hier. Und heute möchte ich wieder eine Zuschauerfrage beantworten. Und zwar wurde ich gefragt, wie man Zwiebeln schneidet, ohne weinen zu müssen. Zwiebeln enthalten das Propanthiol-S-Oxid und das sorgt dafür, dass die Augen tränen, wenn man eine Zwiebel schneidet. Interessant ist, dass das meiste dieses Stoffs hier in der Wurzel der Zwiebel vorhanden ist. Wenn man den Teil nicht zerschneidet, dann muss man auch nicht weinen. Das zeige ich euch jetzt. So, ich schneide die Zwiebel zuerst mal in der Mitte durch. Da passiert noch nichts. Der obere Teil kann auch problemlos geschnitten werden. Wichtig ist, dass man die Wurzel nicht verletzt. Also an der Seite vorbeischneiden. Und das Stück mit der Wurzel übrig lassen. Nun kann man die Zwiebel ganz problemlos schneiden. Ohne weinen zu müssen. Also wenn man beim Zwiebelschneiden die Wurzel nicht verletzt, dann muss man auch nicht weinen. Meine Lieblingsmethode, Zwiebel zu konsumieren, ist die geröstete Variante. Die kann man fertig kaufen, muss man nur den Becher aufmachen und fertig. Zum Schluss noch ein Basteltipp, und zwar einen Adventskalender. Wir brauchen dazu eine Streichholzschachtel und 24 Streichhölzer. Wem das zu schwierig ist, der kann sich auch einen fertigen Streichholz-Adventskalender kaufen oder einen Bierkalender oder sonst irgendetwas, das gut für die Wirtschaft ist. Heute ist ja schon der erste Advent. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.